Hallo Leute und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der mittlerweile 55. Und wie versprochen, wir machen heute mit der Norio-Geschichte weiter. Es wird jetzt auch die letzte Geschichte von ihm hier sein, vom Norio. Und ich bin gespannt, was wir jetzt da machen müssen. Wir sollten ja jetzt, glaube ich, seinen älteren Bruder irgendwie begraben. Und da soll ich ihm helfen. Mal schauen, was auf dem. Ja, was alles jetzt noch passiert. Gut. Ausgewählt haben wir ihn. Und ja, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Finde Norio 30 Meter. Und wenn euch die Folge gefällt, leider lasst mir doch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. So, da ist er auch schon. Mein Herr, Naja, kann das ist ich euch Norio. helfen? Ist jemand anders? Aber wir sprechen mal mit ihm. Ich suche nach Norio. Wo ist er? Er brachte die Asche seines Bruders auf einen Friedhof. Okay. In den Hügeln im Süden. Ich suche dort nach ihm. Vielen Dank. Okay. Er trifft Norio beim Friedhof in Sago. Und übrigens, Leute, auf dem Kanal läuft auch bald Assassin's Creed. Valhalla auf der PS5. Wahrscheinlich wird es schon laufen, wenn ihr hier das Video seht. Weil ich habe tue immer ein bisschen vorproduzieren. Aber ich habe jetzt gesagt, ich will jetzt erstmal hier Ghosts komplett auf Platin spielen, bevor ich ein neues anfange, weil sonst wird es mir zu viel. Das ist doch Norio, oder? Und klar. Okay, ja, dann machen wir erstmal hier schnell weiter. Ich schätze mal, dass der dann bestimmt schon da ist, wenn wir kommen. Meter bis zum Fragezeichen. Seidengehöft. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder. Nee, gar nicht. Ruhe hier. Was ist los hier? Ach, na, Zamak! Such zu kehren, Kumpel! Geil!
Die mir herkommen die ganze Zeit. Okay. Haben wir sie jetzt? Das müsste Ruhe sein, hoffe ich mal. Ah, wir haben schon unseren maximalen Rang erreicht. Haben wir denn hier noch was bekommen? Nee. Wir haben jetzt eigentlich soweit alles durchgeskillt. Also wir sind voll aufgeskillt, Maximum. Sprengpfeil. Noch ein bisschen Munition. Kuhnei sind wir voll, okay. Dann schauen wir uns die anderen Häuser noch an. Und dann geht es weiter zum Norio. Ah, hier waren wir schon drin, ne? Käse. Da müsste es eigentlich gewesen sein. Ist voll, okay. Dann machen wir hier weiter. Aber hier wäre auch nochmal ein Fragezeichen, okay. Ah, okay, im Fuchsbau. Die nehmen wir natürlich gerne mit, die brauchen wir natürlich auch für die Platin. Okay, super. Das war natürlich nicht schlau. Okay, dann müssen wir uns hochporten. Zum Seidengehöft. Ich könnte natürlich auch hierher und dann hier rüber gehen, aber wir gehen mal hier oben weiter. So und einmal so bitte. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was von der Welt erkunden. Warte mal, hat ihr was zu sagen? Ne, okay. Da muss man aufpassen, weil ab und zu haben die noch ein bisschen Quests und sowas. Sagt mir eher hier rüber.
Klar, man hätte jetzt ein Duell auch machen können, aber nö, ich wollte jetzt einfach nicht. Ja, genau, einen Headshot gegeben. Der steht wieder auf, oder was? So nicht, mein Junge. So weit oben oder was? Der Friedhof? Ich komme gleich. Ich will erst schauen, ob er sich hier irgendwo verbeugen kann. Vor so Statuen. Ach, die geht ja noch weiter da hinten. Geht gleich weiter, Leute. Komischer Friedhof. Ah, schau. Ich habe mir die Trophys schon ein bisschen angeschaut. Also ich brauche halt nicht mehr viel, aber eine Trophy ist, man muss sich irgendwie vor so einer komischen Statue verbeugen. Ja, ich glaube, die könnte noch ein bisschen langwieriger werden, die Trophy. Gehen wir mal schnell hier hoch, weil ich schaue. Warum ist hier ein Kletterpunkt? Warum komme ich hier nicht hoch? Ah, jetzt, okay. Umsonst ist hier kein Kletterpunkt, Leute. Scheint es aber auch nicht weiter zu gehen. Oder geht es eher da hoch? Ist aber auch nichts, oder? Hier eventuell, aber. Achso, da kommt man bloß hier hoch, praktisch von da unten. Okay. Na gut, dann schauen wir zum Norio. Machen da weiter.
Enjos Urne. Er war lieber im Freien als in der Pagode des Zedern-Tempels. Der Mongole, den ihr sucht. Hachu, habt ihr ihn schon? Er ist nicht weit weg von hier. Norio, der Zedern-Tempel braucht jetzt eure Führung. Das geht vor. Rache ist nicht die erste Pflicht eines Mönchs. Bevor ich ein Mönch wurde, war ich ein Bruder. Tut das nicht allein. Lasst mich helfen. Wenn ihr es wünscht. Folge Norio zu seinem Lager. Wo finden wir ihn? Fort Shoni. Seid ihr sicher, dass er verantwortlich ist? Finde ich ihn, wird er um einen schnellen Tod winseln. Und niemand wird ihn hören. Wäre es umgekehrt, würde Enjo meiner Meinung nach keine Rache suchen. Wäre es umgekehrt, wäre ich tot und der Wächter am Leben. Tsushima wäre besser dran. Geht zurück zum Zedern-Tempel. Lasst mich das übernehmen. Ich lasse mir das nicht ausreden. Ihr sollt nicht werden wie... Wie wer? Ihr? Wie all die anderen, die dieser Krieg geprägt hat. Dafür ist es viel zu spät, mein Herr. Von da unten aus kann man das Fort gut sehen. Bei der Suche nach Hachu habe ich angewandt, was... Warte mal, gleich muss ich gucken. Wie sieht er aus? Wie jeder andere mordende, ehrenlose Mongolenhund. Ihr habt womöglich nur eine Chance. Ich erkenne ihn, wenn ich ihn sehe. Schlag zu, ohne zu zögern, sobald ihr Sicht auf ihn habt. Ah, okay. Neues vor. Hunde, macht, dass ihr da wegkommt. Norio, bitte, wir waren bloß hungrig. Verschont uns, wir verschwinden. Norio, sie waren keine Gefahr. Mag sein, jetzt definitiv nicht mehr. Oh, er wird böse. Sie hätten es besser wissen sollen. Der Hass kommt hoch in ihn. Rückt vor. Und erreicht das Nirvana. Rückzug führt in die Hölle. Von wem ist das? Ein Gebet, das Enjo in die Naginata gravierte. Nach seiner Rettung des Kushi-Tempels vor Banditen. Als er zum Wächter wurde. Er litt mehr, als wir beide ahnen können. Doch er hielt durch, um euch zu sehen. Wisst ihr, was seine letzten Worte an mich waren? Ich lag falsch. Womit denn? Werde ich nie erfahren. Hachus letzte Worte werden Schreie des Schmerzes. Wir sollten uns ausruhen, Norio. Für morgen. Ihr habt recht, mein Herr. Ich sammle meine Kräfte für Hachu. Wenn man nicht stirbt. War mir klar. Das war mir so klar, dass der Leine los ist. Dann haben sie ihn gefangen genommen wahrscheinlich. Norio. Hey. Wo ist der? Ja, da unten ist er halt. Das Fort steht in Flammen. Was hat Norio getan? Mein Herr! Hilfe! Bitte! Er ist verrückt! Was ist passiert? Norio, als ich ihn zuerst sah, dachte ich, meine Gebete wurden erhört. Doch. Geh zum Zedern-Tempel. Ich mach das schon. Die gehen die kämpfen müssen noch. Eine Zuflucht bei Amida, Buddha. Wer war das? Norio. Er ist verrückt geworden. Alter Schwede. Ja, genau, hier waren wir nämlich auch schon drin. Ne? Da habe ich erst gedacht, das ist schon erledigt, das Vor, aber hier war halt nichts los. Du hast nicht den Mut, es zu tun. Brennt! Brennt für eure Untaten! Schlechter! Ihr sagtet eins, ihr würdet nie euer Naginata im Hass schwingen. Ich tat, was der Geist tun würde.
Und jetzt ist Hachu tot. Ich gehe nicht wieder zum Zedern-Tempel. Nicht nach all dem hier. Wohin geht ihr? Das ist egal. Er lebte noch, als ich das Holz ansteckte. Als er schrie, erfüllte es mich mit Freude. Und ich würde es wieder tun. Ich bin nicht länger Mönch. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir alle bereuen etwas und haben Versprechen gebrochen. Aber diese Insel braucht euch. Den letzten Mönch des Zedern-Tempels. Ich kann nicht sein, wer ich einst war. Vor all dem hier. Das müsst ihr auch nicht mehr werden. Ihr sollt einfach nur nicht aufgeben. Blickt nach vorne. Danke, Jin. Wir sehen uns beim Zedern-Tempel. Okay, die nächste Geschichte abgeschlossen. Der Kriegsmönch. Okay, wir schauen auf die Karte. Hier haben eigentlich noch so viel hier aufzudecken. Sagowald. Das nächste wäre jetzt hier oben. Bogenmacherin, Rüstungsschmieden. Geschenk. Kommt, wir porten mal hierher. Sakai, wir müssen reden. Ja, mit dir unterhalte ich mich gleich. Holen Sie erstmal unsere Geschenke ab. Können uns mal die Maske anschauen. Finsterer Blick. Schaut aber auch cool aus. Machen wir mal die mal ran. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Wie kann ich euren Bogen verbessern? Langbogen. Boah, könnte man eigentlich auch mal einmal voll machen. Ein unvergleichlicher Bogen. Bambus brauchen wir da. Leb wohl. Warte mal, Bambus. Ich glaube, das kann ich doch hier kaufen, oder? Sakai, wir müssen reden. In diesen Zeiten ist der Handel schwierig, mein Herr. Hatten die da alles? Oh, eine weiße. Schaut aber auch geil aus. Kommen wir lieber die hier. Ihr werdet zufrieden sein. Festungen. Dann muss ich den Helm auch noch weiß machen. Und die Maske noch weiß. Die kann man nicht weiß machen. Eieiei.
Da wird es aber dazu passen. Aber das schaut heftig aus. Das schaut cool aus. So, wo kriege ich jetzt Bambus her? Fallensteller. Wo ist der Fallensteller? Dann könnten wir den Langbogen nämlich voll machen. Der Fallensteller war hier hinten, oder? Hä? Wo war denn der? Sakai, wir müssen reden. Na komm, wir reden mal. In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm. Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort, finden wir sie. Und beenden es. Ja, werden wir. Mal, wo ist denn dieser blöde Fallensteller? Ich bin jetzt. Hinten. Schauen wir mal, ob wir Bambus kaufen können von dem. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Verkaufen. Na, hier kriegst du nur... Bis bald. Okay, müssen wir noch ein bisschen... Mögen eure Jagden erfolgreich sein. Bambus farmen. Okay, das dürfte doch nicht das Problem sein. Da ist auch schon wieder Bambus. Das kriegen wir auf den nächsten. Die nächsten Missionen dann. Hier geht's weiter, Geschichte fortsetzen. Oh, so viel Zeug hier noch gar nicht erkundet, aber da haben wir noch ganz schön was vor uns. Okay. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir mehr aufdecken, wenn wir hier Quests und so kriegen.
Fische Kappa bei der Jagd nach Tunnel Ost nach Yogaku. Okay. Mongolenkonvoi. Eliminiert. Von wem? Karren verbrannt. Brandpfeile. Haben alle Pfeile im Rücken. Vermutlich ein Hinterhalt. Irgendwo hier hinten. Und da drin. Japanische Pfeile. Fürst Shimuras Männer? Das waren japanische Schützen. Wohl eine Gruppe. Außer Sensei Ishikawa war hier. Bitte, verzeiht, mein Herr. Matsu. Schleicht euch lieber nicht an mich heran. Gehört er zu dem Mann, der die Mongolen tötete? Er war ein Samurai, aber älter. Bogenschütze. Sensei Ishikawa. Wo ist er? Er sagte, er wolle in ein oder zwei Tagen wieder zu mir kommen. Wieso zu euch? Ich habe Essen, ein Feuer. Was immer er vorhatte, es schien dringend. Womöglich ist der Tomoe auf der Spur. Wo ist euer Haus? Nicht weit. Doch ein Sturm zieht auf. Und ich muss nach meinen Fallen sehen. Danach bringe ich euch hin. Gut. Ich komme mit euch. Wie ist euer Name? Matsu, mein Herr. Matsu? Vorübergehende Freundschaft. Jetzt mache ich mein Ding doch wieder... Schwarz sieht doch geil aus. So. Hier der Nacht. Genau. Was genau hat Sensei Ishikawa zu euch gesagt? Nichts weiter, mein Herr. Er war nicht gerade freundlich. Das klingt nach ihm. Ich sprach noch nie mit einem echten Samurai. Der Krieg sorgt für unerwartete Treffen. Dürfte ich euch eine sehr gute Frage stellen? Ja, sehr gute. Wie ist es, die Macht über Leben und Tod in den Händen zu halten? Es ist eine schwere Bürde. Aber eigentlich genießt ihr es. Nur ein Monster würde das genießen. Diese Antwort hatte ich nicht erwartet. Dort! Eine meiner Fallen. Seht schnell nach. Ich will Ishikawa nicht verpassen. Okay, ist das drinne? Verdammt. Lea, ich muss sie neu stellen. Beim Jagen hättet ihr mehr Glück. Das könnte ich nicht. Zu brutal. Vielleicht ein anderer Köder. Mein Köder ist immer derselbe. Was benutzt ihr? Die Illusion einer Chance. Da liegt das Problem. Das klappt nur bei Männern. Hier lang, mein Herr. Boah, können wir noch ein bisschen rennen? Das Überleben hier oben ist schwer. Das ist es überall. Ich floh nordwärts, als die Mongolen kamen. Allein? Meine Eltern starben, als ich ein Kind war. Seitdem bin ich allein. Eure Familie muss sehr wichtig sein. Mein Onkel ist Fürst Shimura. Wartet! Die Leute erzählen von euch. Ihr seid der Geist. Doch ihr seid nicht 10 Shaku groß und habt Dämonenaugen. Nein, aber die Geschichten machen dem Feind Angst. Das ist alles? Nur Gerüchte und Übertreibung? Ich musste in diesem Krieg Dinge tun, die ich früher missbilligt hätte. Wie wir alle. Mann, geh doch mal schneller.
Seht, sie stehlen meinen Fang. Vertreibt sie, mein Herr. Bitte. Wartet hier. Sie leiden. Hey. Mein Hunger. Bitte tut uns nichts, mein Herr. Es gehört euch nicht. Es tut uns leid. Es ist nur ein Eichhörnchen. Wir haben tagelang nur Gras und Baumrinde gegessen. Nehmt es und geht. Hab Dank, mein Herr. Sie sind entkommen. Mit dem Abendessen. Sie waren am Verhungern. Und keine Bedrohung. Klingt nicht nach dem Geist aus den Geschichten. Nicht alle Erzählungen über mich sind wahr. Der Schneesturm erreicht uns gleich. Wie viele Fallen fehlen noch? Nur noch eine. Aber die ist weiter weg. Niemand wird glauben, dass ich euch getroffen habe. Wie ist es, der Geist zu sein? Es ist nicht leicht, doch so gefällt es mir. Keine Zweifel oder Reue. Doch, aber ich tue, was nötig ist, um die Invasoren zu vertreiben. Hier! Gas! Wir sollten bald zurückgehen. Ich möchte Sensei Ishikawa nicht verpassen. Die letzte Falle ist nicht mehr weit, mein Herr. Na, da vorne ist es schon. Da sind wir. Hoffentlich müssen wir nicht hungern. Na, da ist doch was drin, oder? Ein Stück Fleisch. Seht nur! Abendessen! Habt ihr etwas? Vielleicht können wir doch noch zivilisiert speisen. Warte mal. Das ist ein Turm. Was ist dort? Das Festland. Keine Mongolen, kein Krieg. Dort könnte ich neu beginnen. Wenn ihr es zum Festland schafft, was dann? In Kyoto eröffne ich ein Gasthaus. Lerne Shamisen zu spielen. Und empfange Tag für Tag die allerschönsten Männer und Frauen. Und meine Diener rauben sie heimlich aus. Klingt nach Ärger für Kyoto. Es schneit heftiger. Wir sollten gehen. Vielleicht wartet euer Sensei auf uns. Sie ihn tun nicht mehr. Vielleicht reiten wir jetzt genau auf den Turm zu, warte mal. Nee, warte mal nicht. Scheiße. Okay, aber wir wissen schon mal, da ist auf jeden Fall ein Turm. Das Wetter wird schlechter. Bleib dicht bei mir. Noch dichter und wir müssen uns ein Pferd teilen. Wie bitte? Vergesst es. Reitet weiter. Auf jeden Fall merken, dass da der Turm war. Mein Herr, Mongolen, in der Nähe des Hauses. Ich knöpfe sie mir vor. Bleib zurück. Geschichten über euch wundern mich nicht. Wo ist euer Haus? Nicht mehr weit. Kommt. Höher! Ziemlich weit oben auf dem Berg, das Haus. Yogaku. Oh, hier ist. Warte mal, ich muss abbiegen. Auf Bumble, Page. Nein, lauf doch hier, ha? Da sind wir. Gehen wir hinein. Haustürfallenstellerin?
Ihr wirkt zu gütig für den Geist, doch. Wie ihr die Mongolen getötet habt. Ich tue, was ich muss für Tsushima. Die Wahrheit ist, wir sind beide Überlebende. Wir tragen Dunkelheit in uns. Wäre dem nicht so, wären wir tot. Sensei Ishikawa sagte etwas Ähnliches. Doch aus eurem Mund klingt es aufrichtiger. Tomoe. Ishikawa sagte stets, ich unterschätze meine Gegner. Ich habe keinen Pfeil im Rücken. Ach du Scheiße. Wieso nicht? Die Mongolen wandten sich gegen mich. Weil ihr sie lehrtet, unser Volk abzuschlachten. Ein Fehler, den ich beheben wollte. Ich kann nicht alle meine Schützen töten. Nicht allein. Ihr braucht mich. Und den Sensei. Doch wir brauchen euch nicht. Ich kenne ihr nächstes Angriffsziel. Wir können ihn auflauern. Ihr bekommt einen Sieg. Ich meine Rache. Ich bespreche es mit Sensei Ishikawa. Jin. Ihr könnt hier übernachten. Nein, Tomoe. Kann ich nicht. Ah. Finde Ishikawa beim Yugaku-Tempel. Okay. Der Yugaku-Tempel ist dort. Wir wollen jetzt aber nochmal schnell hier runter. Und wollen schauen mit dem Leuchtturm. Ich habe doch da eine Leuchtturm gesehen. Die Richtung. Vielleicht sehen wir den jetzt. Ah, da vorne ist er, genau. Da wollen wir hin. Von dort aus können wir uns dann auch zurückporten. In unser Lager. Und auf dem Weg finden wir bestimmt auch noch ein bisschen Bambus. Hier, Mitch. Überall sind hier Krieger. Wir reiten einfach mal vorbei. Ja, das zeigst du mir jetzt. Ich hatte vorher schon gesehen, Vogel. Ist aber kein feindliches Gebiet, oder? Oh, und zum Bambusstein können wir auch. Eieiei, das ist ja wieder... Dick, 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 dick. Dick, 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 dick. Dick, 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 dick. Ach, ich bin viel zu langsam. Okay. Egal. Wuh. Das sieht ja cool aus. Ja, sie nur... Komm, die setzen wir jetzt mal auf. Das schaut gar nicht so schlecht aus. Eine Affenmaske. Okay. Sehr schön. Schauen wir uns hier noch um.
Vorräte, Leinen. Bambus. Dann können wir. Aber schauen können, dass es wieder am Tag wird. Ja, jetzt wird es eh schon heller. Leder und entfachen bitte. Danke. Ah, okay, das waren alle Leuchttürme. Gibt's nichts, oder? Nee. Sau cool. Aha, da ist ein Fuchsbau. Haben wir den schon? Nee, den haben wir noch nicht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Aufpassen, dass ich nicht verliere hier in dem hohen Gras. Ah, da ist es schon. Okay Leute, jetzt würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle aber eine Pause und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit dem Ishikawa und mit der Tomoe. Ich bin sehr gespannt, aber jetzt haben wir doch schon wieder 50 Minuten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder mit am Start seid und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.